Herzlich willkommen zu Wirtschaft aktuell, Ihrem TV-Magazin in Kooperation mit der IHK Nürnberg für Mittelfranken rund um die Themen Industrie, Handel und Dienstleistung. Heute bei uns der Empfang der westmittelfränkischen IHK-Gremien, die Nürnberg-Messe India und E-Gaming, eine vielfältige Wirtschaftsbranche. "175 Jahre Industrie- und Handelskammer", das war auch für die westmittelfränkischen IHK-Gremien Anlass zum Feiern und zum Reflektieren. Rund 100 geladene Gäste kamen in die Ansbacher Orangerie. Die prächtige Orangerie in Ansbach. Ein angemessener Rahmen. Denn schließlich gibt das Jubiläum 175 Jahre IHK Nürnberg für Mittelfranken einen würdigen Anlass. Im Zentrum der Feierlichkeiten und der einleitenden Rede von Vizepräsidentin Erika Gruber steht der IHK-Markenkern: Unternehmertum und Verantwortung. Die IHKs stehen für die Idee des freien, selbstbestimmten Menschen. Diese Freiheit bringt aber auch Verpflichtungen mit sich und eben Verantwortung. Was vor 175 Jahren noch niemand ahnen konnte: dass daraus bis zum heutigen Tag 270 verschiedene Angebote der IHK für sage und schreibe 145.000 Mitgliedsunternehmen in der Region entstehen. Vor 5 Jahren hat die Nürnberg-Messe den Sprung nach Indien gewagt. Mit Erfolg. 2013 expandierte die Messe Nürnberg nach Indien. Jetzt, zum 5-jährigen Jubiläum, freut man sich über eine rasante Entwicklung am neuen Standort in Südasien. Großen Anteil an der Etablierung der Nürnberg-Messe India hatte die Deutsch-Indische Handelskammer. Gerade in so einem Markt wie Indien kommt es ganz entscheidend auf die Persönlichkeiten an, mit denen man arbeitet. Und da haben wir mit unserem Partner, der indisch-deutschen Handelskammer, die uns sehr geholfen haben, gerade beim Start gute Partner gefunden. Als die Nürnberg-Messe India mit 300 Ausstellern und 15.000 Besuchern startete, war nicht unbedingt abzusehen, dass sich diese Zahlen bereits 2017 nahezu verfünffachen würden. Zahlen, die beweisen, dass Indien einer der wirtschaftlich attraktivsten Zukunftsmärkte ist. Allerdings gibt es Unterschiede im Vergleich zur deutschen Messebranche. Die Messen im Ausland sind natürlich fokussiert auf den Markt in dem jeweiligen Land, während die Messen in Deutschland ja doch die gesamte Welt abdecken. Das Portfolio der Nürnberg-Messe India ist mit 15 Fachmessen in Städten wie Neu-Delhi, Bangalore und Mumbai breit gefächert. Die Themen reichen von ökologischem Konsum über Holzverarbeitung bis hin zur IT-Sicherheit. Auch wenn es in Indien eine große Schere zwischen Arm und Reich gibt, das wirtschaftliche Potenzial wächst, auch dank der Nürnberg-Messe. Computerspiele sind schon seit einigen Jahren fester Bestandteil unserer Freizeitgestaltung. Nicht zuletzt, seit man sie auf dem Smartphone immer in der Hosentasche dabei hat. Dahinter hat sich eine vielfältige Wirtschaftsbranche entwickelt, vom Spieleentwickler bis hin zum professionellen E-Sportler. Auch in Mittelfranken gibt es mehrere mittelständische Unternehmen, die auf dem Markt mitmischen. Einen ausführlichen Bericht über die Computerspieler und die Entwicklerszene in der Region gibt es in der aktuellen Ausgabe der WIM, genauso wie ein Special zum Thema Kultur und Tourismus. Und jetzt weitere Meldungen aus der Wirtschaft. Unternehmen Ehrensache in Aktion. Unter diesem Motto waren vergangene Woche viele Helfer aus verschiedenen Unternehmen im Raum Nürnberg unterwegs. Einen Tag lang engagierten sie sich ehrenamtlich für gemeinnützige Projekte in der Stadt, zum Beispiel in Kindergärten oder sozialen Einrichtungen. Ob Garten verschönern oder Zaun streichen, überall packten die freiwilligen Helfer tatkräftig mit an. Ende April fand in der IHK Nürnberg eine Jobmesse speziell für Flüchtlinge statt, um sie auf der Suche nach einem Arbeitsplatz zu unterstützen. Interessierte Unternehmen aus der Region hatten die Möglichkeit, sich vorzustellen und mit Bewerbern in Kontakt zu treten. Angeboten wurden Ausbildungs- und Praktikumsplätze, aber auch Stellen für ausgelernte Facharbeiter. Aufgrund des großen Andrangs auf der Messe wird es im Herbst nochmal ein ähnliches Angebot geben. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell ist in der Metropolregion Nürnberg einiges geboten, zu sehen an unserer Zahl des Monats. Vom Nürnberger Badentreffen über Klassik am See in Erlangen bis hin zum Coburger Samba-Festival oder dem Rotenburger Meistertrunk, der am Wochenende stattfindet. 53 kulturelle Highlights sind im aktuellen Festspielkalender festgehalten. Er ist auf der Website der IHK abrufbar. Und das war Wirtschaft aktuell. Neues von der Wirtschaft in Mittelfranken sehen Sie wieder im Juni. Bis dahin, Servus und Ade.